بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد. كياتي كشبيستا. ألس لب الله عز وجل ونشبيزع داس نيمان مت رشت وراهيت أنجبيت فان داف أوصى الله ونشبيزع داس بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زن لذتة جسانته ويدلا دينا است كياتي كشبيستا. Wir befinden uns in Teil 2 als Antwort auf den Habashi-Prediger Riyadwan al-Hajj. Er sagt, Abu bara lehnt die Glaubenslehre von Ali ibn Abi Talib ab. Und diese Aussage von Ali ibn Abi Talib, die natürlich nichts mit ihm zu tun hat und seiner Glaubenslehre, weil wir die Glaubenslehre der Salaf bereits erwähnt haben und den Ijma' von Imam al zahabi auch erwähnt haben und die Aussagen der Salaf, wie zum Beispiel Abu al und Mujahid, und Abu Hanifa, rahimahumullah, in, dem, in der Aussage von al-Baghdadi, ta'ala, erwähnt er die Aussage von Ali, dass er gesagt haben soll, dass Allah den Thron als Zeichen seiner Macht erschaffen hat und kein Ort seines Wesens ist. Geehrte Geschwister, die erste Frage, die sich hier stellt, wo ist die Überlieferungskette dieser Aussage? Weil das Bestätigte bei Ahl sunnati wal-Jama'a ah ist, dass sie keinen Hadith, oder eine Aussage dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreiben, außer mit einer Überlieferungskette, die authentisch ist und die entsprechenden Bedingungen, die bei den Hadith-Wissenschaftlern bekannt ist, angenommen wird. Zusätzlich noch muss der Quelltext inhaltlich auch passen, dass sie nicht gegen eine Grundlage der Grundlagen der Ahl Sunnati wal Jama'ah widerspricht, als Beispiel. Mit diesen entsprechenden Angelegenheiten und Grundlagen wird der Hadith angenommen. Wenn dies der Fall ist im Zusammenhang mit dem Propheten wasallam, dann erst recht diejenigen, die in der Stellung die nicht dieselbe Stellung haben wie der Prophet Sallallahu wie zum Beispiel Ali an. Und vor allem dann erst recht, wenn sie im Zusammenhang der Religion erwähnt werden, diese überlieferungen und diese Aussagen getätigt werden. Und dann noch erst recht, wenn sie mit der verborgenen Welt zu tun haben, und vor allem, wenn sie mit Allah Subhanahu wa Taala zusammenhängen, dann können wir nicht einfach eine Aussage nehmen aus den Büchern, die erwähnt wird, ohne eine Überlieferungskette diesbezüglich zu haben, wie zum Beispiel in den bekannten Sunan-Büchern von Ahlis wal Jama'ah, wie bei Sahih al-Bukhari oder Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Ibn Majah, bei Imam Ahmad oder bei Abu Dawud und so weiter und so fort, oder bei Al-Tirmidhi. Deswegen fragen wir. Wo ist die Überlieferungskette dieser Aussage von Ali Allahu Und genauso auch die Aussage von Ali Allahu im Werk najmul Muhtadi, die er dort erwähnt, dass er gesagt haben soll, also angeblich, Ali Allahu dass er über Menschen berichtet, die sozusagen am Ende der Zeit kommen werden, die Allah subhanahu wa ta'ala, Bestimmte Sachen zuschreiben wie Körper oder Gestalt und ähnliches. All diese Aussagen, ohne auf den Inhalt einzugehen, weil wir die Aqidah von Ahl Sunnati wal Jama'ah in Bezug auf die Hoheit erwähnt haben, was sie glauben und wie sie daran glauben. Aber diese Aussagen von Ali radiallahu anh, diese beiden, sind definitiv nicht auf ihn zurückzuführen und deswegen sind sie als Beweisführung nichtig. Geehrte Geschwister, in Punkt 3 erwähnt er, dass Abul Barak willkürlich interpretiert, um sozusagen unerfahrene Menschen zu täuschen, dass er in eine Richtung und Ort wäre. Er erwähnt den Begriff des Ta'wil in diesem Zusammenhang, vor allem in diesem Thema, den Begriff des Ta'wils. Da erkennt man deutlich, dass der Habesche Prediger Ridwan al-Hajj leider nicht das Wissen hat oder die Ahnung hat, wovon er spricht. Erstmal der Begriff des Ta'wil hat verschiedene Definitionen bei den Rechtsgelehrten. Eine Definition, die er genannt hat, ist die Wörter ihrer tatsächlichen Bedeutung zu geben und nicht ihre scheinbare Bedeutung. Die diese Definition ist eine Definition vom Wort des Ta'wil bei den Gelehrten. Dann erwähnt er die Aussage von Ibn Abbas als Ta'wil, was jedoch in diesem Zusammenhang in der Aussage von Ibn Abbas als Tafsir zu verstehen ist. Warum? Erstmal müsst ihr wissen, dass der Begriff des Ta'wil je nachdem, über was man spricht oder in welcher Wissenschaft sich man befindet des Islams jede ihre eigene Definition hat. Eine Wissenschaft ist die Grundlage des Tafsirs, also Usul für Tafsir. Die andere Wissenschaft ist zum Beispiel die Aqida. Und die Aqida der Asha'ira ist, dass sie beim Ta'wil die Eigenschaften Allahs Azzawajal missinterpretieren und fehldeuten, indem sie bestimmte Sachen, wie zum Beispiel die Hand Allahs auf die wir dann später natürlich eingehen werden im nächsten teil dann als äh, interpretieren als gnade oder als macht oder was auch immer oder die eigenschaft allahs azawajal, dass er am tage der auferstehung kommen wird wie interpretieren als sein befehl in diesem zusammenhang ist der tawil Ta den sie gemacht haben eher was ein tahrif näher zum tahrif näher zu entstellung entstellung der Eigenschaften Allahs, Azzawajal, zu was führt zu Verleugnung der Eigenschaft, weil das in Wirklichkeit eine Verleugnung ist, auch wenn Sie das missinterpretieren, auch wenn Sie den Wortlaut bestätigen, Sie bestätigen ja das, sozusagen den Vers Al-Istiwa, wo der Istiwa erwähnt wird, aber die Bedeutung missinterpretieren Sie, indem Sie diesen Ta'wil machen. Um diesen Ta'wil als erlaubt zu sehen, erwähnt er natürlich, was in diesem Zusammenhang die Aussage von Ibn Abbas, dass der Prophet sallallahu wasallam, ihnen das beigebracht hat. Aber Ibn Abbas war erstens bekannt für was? Er war bekannt für, für seine Erläuterung des Korans. Und dass der Prophet sallallahu wasallam, Dua für ihn gemacht hat und ihn gesegnet hat in dieser Angelegenheit, deutet darauf hin, dass das damit was gemeint ist, dass mit dem Tawil Al-Tafsir gemeint ist. Obwohl er das widerspricht in seinem Video. نقرأ بدورنا الاقتباس من ابن من حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري التوضيحات من صحيح البخاري في الفصل 1 صفحة 170 يقول: وهذه الدعوه مما تحقق اجابه النبي صلى الله عليه وسلم فيها لما علم من حال ابن عباس في معرفه التفسير والفقه في الدين رضي الله عنه. اذ ذكر Und dieses Bittgebet oder diese Bitte ist etwas sozusagen von dem, was sich verwirklicht hat, der Anhörung oder der Erhörung des Propheten Muhammad sallallahu wasallam, Dadurch, dass, dass dieses Bittgebet vom Propheten sallallahu alaihi wa erhört wurde. Aufgrund dessen, warum? Weil er vom Zustand von Ibn Abbas gewusst hat, in seiner Kenntnis bezüglich, jetzt sagt er, des Tafsirs, das heißt der Erläuterung. Und Al-Fiqh, das heißt Verständnis in der Religion. Das heißt, der Ta'wil in diesem Dua, damit ist der Tafsir gemeint. Und das ist bekannt bei den Usul-Gelehrten des Tafsirs, dass sie den Begriff Ta'wil als Synonym für den Begriff des Tafsirs benutzen. Und da hat er leider diesen Begriff, er oder ist mit diesem Begriff durcheinander gekommen, entsprechend dem, entsprechend dem weil sie verschiedene Definitionen hat. Dieser Begriff, je nachdem in, welchem, in welcher Wissenschaft sich man befindet. Dann erwähnt er als weiteres Argument äh, den Vers Surat al-Mulk. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja, -amintum, man الأرض, Dieser Vers interpretiert er, oder erstmal die sinngemäße Übersetzung, glaubt ihr in Sicherheit davor zu sein, dass wer im Himmel ist? Und dann sagt er, dass damit die Engel gemeint sind. Und hier vermissen wir wieder, wie im ersten Teil erwähnt, als er die Aussage von Imam Al-Tahawi erwähnt hat, nicht auf die Erklärung oder Aussagen der Gelehrten zurückzukehren. Hören wir, was die Rechtsgelehrten oder einer der bekanntesten Tafsir-Gelehrten diesbezüglich sagt. Davon Imam Al-Qurtubi, ta'ala, als Erklärung zu dem Vers, Aamanitum man fi samai an yakhsifa bikumul arda ardha fa idha hiya tamur azaqat qala ibn abbas ibn abbas min aamanitum 'adaba man fi as-sama'i in Muhu. glaubt ihr in sicherheit davor so zu sein das wer im himmel ist wenn ihr ihm ungehorsam seid und ich glaube nicht dass damit interpretiert wird ungehorsam seid ungehorsam gegenüber den engeln weil hier in 'asaytumuhu dieses Pronomen, Al-Damir, Al-Ha, kehrt auf jemand sozusagen Einzelnes zurück und ungehorsam definitiv gegenüber wen? Gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Vor seiner Strafe. Er erwähnt aber auch, damit wir auch sozusagen vertrauenswürdig in der Übermittlung des Wissens sind, er sagt, Waqila huwa isharatun ila malaika Und das ist ein Hinweis sozusagen, dass damit die Engel gemeint sind. Waqila, und es wurde auch gesagt, Jibril, das heißt, es wurde auch erwähnt in den Aussagen, dass damit die Engel gemeint sind. Aber er erwähnt davor die Aussage von Ibn Abbas, ein Sahabi. Der Prophet sallallahu machte für ihn Dua im Zusammenhang des Tafsirs. Und er ist ein Schüler des Propheten Muhammad. Sallallahu und seine Aussage ist definitiv vorzuziehen. tabari ein weiterer Rechtsgelehrter, sagt, das heißt, At tabari ta sagt: Glaubt ihr in Sicherheit davor zu sein, dass wer im Himmel ist, O oh ihr Glaubensverweigerer, die Erde mit euch versinken lässt, so dass sie sich dann hin und her bewegt? Danach sagt er für den Vers 17: Am Amintum, Manfis Sama, und die deutsche Übersetzung ist: Oder glaubt ihr euch in Sicherheit davor, dass wer im Himmel ist? Und dann sagt er, und das ist Allah. Subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die beiden Tafsir-Gelehrten, die bekanntesten, haben es interpretiert, dass damit Allah subhanahu wa ta'ala gemeint ist. Und wir haben die Aussage von Ibn Abbas, wo ist die Erklärung oder ist der Beweis des Habashib-Predigers, dass damit die Engel gemeint sind? Oder dass damit nur die Engel gemeint sind? Und lässt die anderen Aussagen weg, dass damit auch Allah subhanahu wa ta'ala gemeint ist. Dann sagt er, dass das Wort Fi im Arabischen hier sozusagen, oder versucht zu argumentieren, dass Fi nur in bedeuten kann. Das Wort Fi im Arabischen kann Ala bedeuten. Und das ist bekannt bei den Arabern, dass das Partikel im Arabischen, Al-Harf, also Al-Huruf, mehrere Bedeutungen haben können, wie zum Beispiel äh, Al-Lam, Al-Ba, Al-Kaf und so weiter und so fort. Das sind verschiedene Partikel, die dann in den sozusagen in den Werken der, der, der Gelehrten erwähnt werden. Und weil zur Glaubenslehre der Muslime gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht in seiner Schöpfung ist, sondern getrennt, kann damit nur in diesem Vers von Surat al-Mulk nur übergemeint sein. Und Beweise aus dem Koran, weil der Koran die Quelle ist, für die arabische Sprache. Dass das Wort Fi auch überbedeuten kann. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, berichtet über die Aussage von Pharaon. Er Pharaon sagt, ihr glaubt an ihn, bevor ich es euch erlaube. Er ist wahrlich euer Ältester, der euch die Zauberei gelehrt hat. So werde ich ganz gewiss eure Hände und eure Füße wechselseitig abhacken und euch ganz gewiss an Palmstämmen kreuzigen lassen. Und hier heißt es nicht, in Palmstämmen kreuzigen lassen. Das heißt von der Bedeutung in Surah 20, Vers 71. Die an der andere Vers, und die Versen sind natürlich viele, aber wir, wir nehmen das jetzt diese beiden als Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا fil أَيْ عَلَى und wenn man zu ihnen sagt, stiftet nicht Unheil in der Erde, nein, sondern stiftet nicht Unheil auf der Erde, und hier heißt es viel Erd, sagen sie, wir sind ja nur Heilstifter, Sura 2, Vers 11. Und viele weitere Verse versuchen sie, durch den angeblichen Vorwurf der Verähnlichung die Hoheit Allah zu verleugnen. Sie fangen an zu vergleichen. Und sie mit ihrem Verstand vergleichen, bringt es sie, wohin die Eigenschaften Allahs Azzawajal, zu verleugnen. Das heißt, sie werfen Ahl Sunnati wal Jama'ah vor, zu vergleichen und zu verähnlichen, jedoch haben sie diese Tür bereits aufgemacht, zu vergleichen, weil Ahl Sunnati wal Jama'ah sagt, wie bestätigen, ohne zu vergleichen. Sie aber machen das nicht in einem Teil der Eigenschaften Allahs. Azzawajal. Wenn ihr einen Teil bestätigt in einer bestimmten Methode, dann auch erst recht in den restlichen Versen, die mit den Eigenschaften Allahs und Namen zusammenhängen, wie die Hoheit. Er erwähnt einige Tafsir-Gelehrten oder Tafsir-Bücher, wie zum Beispiel von Abu al-Barakat Abu al-Nasafi, der ein, definitiv ein Gelehrter des Madhabs der Ahnaf ist, jedoch mit der Aqidah der Sozusagen, oder wo er sozusagen befindet sich auf der Akeda der Maturidiya und gehört somit nicht zu den Salaf. Denn die Maturidiya, ihre Akeda besteht darin, dass sie diese Eigenschaft nicht bestätigt haben und sie kamen erst später. Das heißt, es kann alleine schon aus, der, aus einer logischen Schlussfolgerung heraus, wie bei den Asha'ira, die erst viele hunderte Jahre später gekommen sind, auch nicht sein, kann, dass sie die Akeda der Salaf widerspiegeln. Al-Maturidi selber in seinem Werk Kitab al Tawhid, er bestätigt nicht die Bedeutung der Hoheit Allahs Azza wa Er sagt von Seite 69 bis zur Seite 74 und dann sagt er, was sinngemäß bedeutet. Und darin können wir nichts fest behaupten, bzw. mit absoluter Gewissheit in dessen Interpretation sagen. Und in dieser Aussage von ihm, Gibt es sozusagen diesen Tafwid in der Bedeutung des Istiwa, worüber Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst berichtet? Ein tafwid bedeutet, dass man sozusagen die Bedeutung Allah ta'ala überlässt, dass sie die Bedeutung nicht kennen. Ahle Sunnati wal Jama'a aber, sie bestätigen den Wortlaut. Was die Bedeutung und das Verständnis der Salaf war, von Abu'l von Mujahid, von Imam Abu Hanifa und den Ijma'a bei Imam Dahabi erwähnt, sie bestätigen den Wortlaut. Und die Bedeutung, jedoch wissen sie nicht, wie die Art und Weise ist. Die Ascha'ira, sie bestätigen zwar den Wortlaut, aber sie missinterpretieren die Bedeutung. In Punkt 4 kommt der Vorwurf, dass man Allah subhanahu wa ta'ala Hände zugeschrieben hat. Und diesen Punkt, Allah ta'ala, werden wir in Teil 3, Allah ta'ala, sozusagen erörtern. Und die Aussagen diesbezüglich erwähnen als Antwort auf die angeblichen Widerlegungen und Klarstellungen des Habesche Predigers Ridwan al-Hajj. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Und habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir oder als Shaitan? Subhanak Allahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.